Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Die Diskussion um die Beteiligung des chinesischen Staatsreedereibetriebes COSCO an einem Hafenbetreiberterminal im Hamburger Hafen hat zu einer, wie ich finde, kontroversen, teilweise sehr undifferenzierten und zugespitzten Diskussion über die Beziehungen zu China im wirtschaftlichen Bereich geführt, von der ich glaube, dass wir ein bisschen auf Rationalität zurückkommen müssen. Ja, Kollege Flöge, das hat ja auch zu ganz merkwürdigen Konstellationen geführt. Der Ministerpräsident findet sich eng an der Seite des ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg, der eine Drittelbeteiligung befürwortet hat. Das wird dann gemeinsam mit Olaf Scholz auf eine 24,9% Beteiligung reduziert, die der Kollege Koch öffentlich begrüßt, während der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU, Johann Wadephul, das alles für vom Teufel hält. Da sieht man, es braucht offensichtlich ein bisschen Sortierung an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ja, es geht nicht nur um eine Beteiligung an kritischer Infrastruktur in Deutschland, sondern es geht auch in der Tat darum, dass man angesichts einer immer aggressiveren Wirtschaftspolitik, die eingesetzt wird, um staatliche Vorherrschaft durch chinesische Unternehmen zu bewirken, dass wir an dieser Stelle durchaus darüber nachdenken müssen, wie wir in unseren Beziehungen mit China umgehen und das auch als Land Schleswig-Holstein. Dabei ist auf der einen Seite aus meiner Sicht ebenso wenig zielführend, dass wir zulassen, dass Beteiligungen zum Beispiel am Hamburger Hafen stattfinden, wie die Tatsache, dass zwei grüne Bundesminister, ein Bundeswirtschaftsminister und eine Bundesaußenministerin sich quasi in Papieren überbieten, die den Anschein haben, als sollten wir die Handelsbeziehungen zu China komplett kappen oder jedenfalls sanktionieren. Beides halte ich für grundfalsch. Aber es muss darum gehen, dass wir in unseren Beziehungen zu China einfach auch der Frage mal nachgehen, ist das eigentlich, die Frage hat Robert Habeck öffentlich gestellt, ist es eigentlich richtig, dass wir staatlich deutsche Unternehmen dabei flankierend politisch begleiten, wenn sie in China Geschäfte machen oder auf unserer Seite chinesische Unternehmen bei uns Geschäfte machen. Meine Antwort ist und bleibt klar, ja. Das ist und bleibt richtig. Weil, meine Damen und Herren, es heute keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass Wandel durch Handel nicht positiv Erfolge haben könnte. Die Tatsache, dass es Gegenbeispiele gibt, wie etwa in der Russlandpolitik, die mögen dagegen sprechen, aber sie sind kein Beweis dafür, dass Abschottung gegenüber solchen Regimen in irgendeiner Form etwas Positives bringen müsste. Im Übrigen ist eine Abschottung gegenüber chinesischen Wirtschaftsbeziehungen für die Bundesrepublik Deutschland auch inzwischen nahezu unmöglich. Und es macht auch gar keinen Sinn, deshalb finde ich es richtig, was die WTSH auch weiterhin in Hangzhou macht, dass wir deutsche Unternehmen dort begleiten. Ich finde es richtig, dass staatliche, auch staatliche Unternehmen aus China in Deutschland investieren. Und ich sage mal, bei dem berühmten Lokomotivhersteller hier in Kiel, dessen Name irgendwie in eurem Antrag nicht genannt werden darf, bei Foslo, wären viele hundert Arbeitsplätze weggefallen, wenn die Chinesen nicht eingestiegen werden. Und deshalb ist es eine positive, durchaus positive wirtschaftliche Entwicklung. Es muss uns aber darum gehen, Abhängigkeiten zu reduzieren. Und Abhängigkeiten, meine Damen und Herren, bestehen schon auch insbesondere dann, wenn wir solche Beteiligungen an kritischer Infrastruktur in Deutschland zulassen. Und Herr Ministerpräsident, das gilt auch für Minderheitsbeteiligungen im Hamburger Hafen. Denn allein die Tatsache, wie diese Diskussion geführt worden ist, dass ein staatliches chinesisches Unternehmen sagen kann, wir wissen nicht, ob ihr in diesem Hafen ein präferierter Partner seid, wenn wir nicht eine Beteiligung an der Betreiberfirma bekommen. Wir haben sie schließlich auch in Antwerpen und in Rotterdam. Das ist doch in Wahrheit schon nichts anderes als ein erster Schritt zur Erpressung. Und wir dürfen uns insoweit auch bei solchen Infrastrukturthemen nicht erpressen lassen. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, und das will ich auch mal kritisch in Richtung auf den Antrag der CDU sagen, der ja an der Stelle dann tatsächlich, Kollege Kilian, den Ministerpräsidenten auch ein bisschen wieder einsammelt, denn auch Beteiligungen unter 25% sollen zukünftig kritisch begleitet werden können. Das ist eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, die hoffentlich diese Landesregierung dann im Bundesrat auch positiv unterstützt. Aber Abhängigkeiten, meine Damen und Herren, gilt es dann auch in anderer Weise zu verhindern.
Heute schon bestehen nicht unerhebliche Abhängigkeiten bei Rohstoffimporten aus China. Und zwar in bestimmten Branchen, die man am Anfang nicht unbedingt direkt auf dem Zettel hat. Ich sage einmal, 65% der Rohstoffe für Elektromotoren und 53% der Rohstoffe für Photovoltaiktechnologien stammen aus China. Das allerdings muss dazu führen, dass wir mit Anreizmaßnahmen dafür sorgen, dass sich solche Industrien und solche Wirtschaftsthemen in Europa auch selbst bilden können. Das ist die Herausforderung. Nicht die Herausforderung, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht, dass wir wie betreutes Unternehmertum den Unternehmern sagen, was für Risiken sie haben oder vermeiden sollten. Und ich bin überrascht, dass bei Robert Habeck bin ich nicht überrascht, aber dass man Unternehmen sagt, Klumpenrisiken gilt es zu vermeiden. Ja, liebe Leute, wenn ein Unternehmen ein solches Klumpenrisiko eingeht, dann ist es das eigene unternehmerische Risiko. Das gilt für VW übrigens auch, wenn es über 50% seiner Absätze in China realisiert. Das ist doch Herr nicht eine staatliche Aufgabe. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Wobei das für das Thema schon unangemessen ist, das innerhalb von 5 Minuten abzuhandeln. Das geht jetzt alles von Ihrer Redezeit ab, Herr Abgeordneter. Aber ich komme zum Schluss. Es geht nicht um betreutes Unternehmertum. Es geht um eine Justierung und Nachjustierung der Beziehungen zu China. Und ich glaube,